Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer Runde Coming with Kundran. Hallo, hallo, hallo. Ich mag das so. Nee, ich laufe in deine Richtung. Ich bin Labs. Jo. Ja, ich bin vor hier Setcom gespawnt, aber. Bei mir ist einer, ich würde es halt direkt versuchen. Hier spawnen halt immer zwei. Grundsätzlich. Ja, mach. Ich bin nicht so weit weg, aber. Oh, der hat gut gespielt. Okay. Lass ihn einfach da. Hat er keine Ausdauer? Er durchsucht halt oder? Jetzt. Achso, nee, okay. Er hat halt. Er hat auch eine grüne. Direkt in der Tür ist eine grüne Kiste. Ich habe hier aber auch eine. Eine Eisaxt gefunden. Soll ich er zu muss dir kommen, was Gutes direkt, gefunden oder? Haben. Okay, ich lauf direkt zu dir. Ich lass ignoriere die Häuser. Nee, ich glaube, ich verliere den Kampf. Ich bin fast da, 100 Meter. Mein Dick deproppt jetzt. Oh Gott, jetzt habe ich zum Glück an dir vorbeigeschlagen. Ja, 30 AP hätte ich ja noch gehabt. Okay. Recurve-Bau hat er gefunden. Und damit ist er in den Nahkampf gegangen? Auch interessant. Ja, er hatte ja eh schon HP-Vorteil gehabt. Ja, okay. Und Nahkampf musste er gehen, weil ich bin mit ihm ums Haus gerannt und habe dann den Gascontainer angemacht, okay. Und er musste durch das Gas rennen, um zu mir zu kommen. Okay. Ich würde im Basketballplatz mal eben gucken. Hier oben ja, wir können gleich auch nochmal Dingens gehen, weil er war ja der Einzige, der drin war. Ja, schon. Dann gucke ich eben Basketballplatz trotzdem, weil... Ich komme da auch hin. Ja, wir können... Auf dem Weg liegt sowieso relativ viel Funk hier gerade. Survival-Speer ist wahrscheinlich Item of the Game. Hier ist nochmal Funk drin. Bandage. Willst du verkaufen hier eben, oder? Ja, ich bin gleich da. Ich sammle nur alles ein unterwegs. Im Kühlschrank ist noch einmal Funk. Nein, das wollte ich nicht. So. Was haben wir denn zu verkaufen? Spritzen und ja. Ja, jetzt nichts übermäßig Tolles. Die machen schon wieder so viel Stress wie in den letzten Folgen. Sind schon viele tot, oder? Ja, fast vier Teams. Ich gebe ganz fix hier das kleine. In meiner Brust steckt, glaube ich, ein Pfeil. Das ist schlecht. Ist so eine grüne. Wir sagen wir Brust. Eine Machete gefunden. Das ist gut. Oh, hier ist die neue. Ne, Body Armor ist hier drin. Okay, ich dachte, die neue Spritze wäre hier drin. Warum hast du das hier hochgeworfen? Was hast du denn für eine Nahkampfwaffe? Ich hab das ist auch eine automatische Ding. Hast du die. Hast du das Messer mitgenommen? Oder? Die Machete habe ich mitgenommen. Ja, das meine ich. Achso, ich dachte. Hast du schon nicht viel zu? Nee, ich hab die Machete jetzt mitgenommen und benutze die jetzt. Ja, genau, richtig. Ja. Achso, hier haben wir noch Explosive Run. Wir könnten in die Mitte gehen. Jo. Oh, ja. Machen wir. Eine Bandage nehme ich mit. Ich habe eine richtige. Komm, wir machen auch noch. Ich habe eh nichts. Ich habe eh noch einen Slot frei. Und wenn ich jetzt noch über den Stock laufe, mache ich mir ein Satchel. Na gut. Man läuft gerade über viele Stöcke, deswegen nehme ich das so mit. Ich habe mal wieder nicht auf die Zeit geachtet. 1915. Okay. Jetzt noch eine Bandage. Langsam müssen wir, weil wir eine Minute brauchen.
Nichts Rotes oder so, was wir hier sehen. Und natürlich war es wieder zu hoch. Hast du noch eine Bandage? Ja. 30 Sekunden noch. Oh. In dem Haus hier war jemand schon. Da hinten wurde Glas angemacht. Airdrop auf der Brücke. Das ist natürlich auch nett, also zum Anschieben, glaube ich. Ja, aber da kommen wir so schnell nicht hin. Ja, Brücke meine ich, anschießen. Ja, ich weiß, aber trotzdem schaffen wir es da nicht so schnell hin, oder? Achtung, die Kisten spawnen. It's time to play Three Crate Monty. We just added three crates to the center arena. Meine Waffe. Und dann der nächsten. Meine ist richtig. T4-Bogen, Bowie. Impact Grenade, nimmst du die Impact? Wobei, nimmst du den Bogen? Ich hab einen guten Bogen, ich hab einen Recraft. Okay, gut, dann. Machen wir es so. Alles klar. Den hatte ich übrigens dann auch noch von meiner Solo-Aufnahme drin. Den Airdrop? Ja. Ja, ich hatte ja. Oh, eine rote. Da würde ich. Hier stehen nicht eigentlich viele Fässer rum in der Nähe. Also. Ja, ja, ist richtig. Hier ist, oh, hier ist ein Hemoblast. Du hast deinen Dick Deep schon verloren, oder? Ich hab Dick Deep nicht mehr. Dann nimm du die. Ah, hier, ja, Moment, wo war der? In der Grünen. Grün, oh. Da. Ja, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass es in der Grünen drin sein kann. Castet man den eigentlich wie ein Medkit, oder? Ja, dauert so lange wie ein Medikit. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass es auch gerade, weil es auch 10 HP so instant gibt, dass es dafür dann instant geht wie eine normale Spritze. Die 10 HP Instant gibt es doch nur, damit du die 110 HP, die du dadurch bekommst, auflädst. Ja, das ist schon richtig, aber ich hätte jetzt prinzipiell würde es sich ja auch heilen in einem Kampf. Ich loop mal eben die grüne, oder ich mach mal eben die grüne hier hinten auf. Ich hoffe mal, dass mir nichts passiert in der Zeit. Oh, du bist weit weg. Ja, so weit ist es gar nicht. Eine Steelpipe. Gucken, ob ich aufs Dach werfen kann? Nee. Ein rotes Fass. Ja. Das war eigentlich mein eigentlicher Plan, das zu suchen, aber. Oben steht übrigens nochmal Funk auf dem Hügel drauf. Ja. Rot, 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 rot. Mehr Airdrops werden gerufen. Na gut, wir haben ja eigentlich ganz gut Gear. Also ich muss meinen nicht mehr rufen. Ja, die rote Kiste wäre jetzt noch gut. Ich wüsste aber auch gerade nicht, dass wir an einem Fass vorbeigekommen sind. Da steht doch eins. Mitte ist ein Gegner. Rote erst holen. Ja. Und auf die Insel. Ja, lass erst die Rote holen. Obwohl er alleine ist. Ah, das müsste der Einzelspieler sein. Kann natürlich sein. Aber umso mehr haben wir da keine Eile. Ich meine, vielleicht rennt er sowieso jetzt pump, wenn er uns nicht gesehen hat. Aber er müsste uns hören, ja. Das ist richtig. Ah, ja, toll, da geradeaus wäre auch ein rotes Fass direkt auf dem Stein da hinten. Nee, das. Ach, da hinten. Ja, stimmt, da hinten. Da. Ja, ja. Schon gesehen. Und wir haben eine T4-Axt. Ja, sehr geil. Ich nehme die mal kurz, weil da kommt einer. Pack ein. Ich hab jetzt. Da ist er. Crap. Lass ihn kommen. Jawohl. Der gehört zu den Roten, glaube ich. Wow, wer hat mich denn jetzt geblockt? Hier.
Ich muss weg, Kunran. Komm bitte auch weg. Ja. Lauft. Haben wir? Nimm den Rucksack mit. Ja, ich bandagiere mich eben. Würde ich mir sogar Armor machen, ich brauche keinen. Ja, achso, du brauchst keinen Rucksack. Ja, also ich habe halt 4 Plätze, aber das reicht. Ja, ja. Der Airdrop könnte von denen sein. Der fliegt auch schon sehr lange. Wir haben einen Man-Tracker, das ist gut. Keiner in der Nähe. Ist keiner in der Nähe. Ja, dann muss ich die Impact-Granate benutzen, aber ich glaube, dafür war auch die beste Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Mach das Ding mal auf. Nochmal Body-Armor für dich, ein Tomahawk und eine Spritze. Body-Armor habe ich gerade erst genutzt. Ich muss mir mal eben eine Bandage machen. Wie sieht's mit deinem Airdrop aus? Ich hab 400 Funk. Okay, das ist reicht knapp. Okay. Nix. Wobei oben auf der Brücke war jetzt schon einer, da können wir nicht hin. Der ist weg, ja. Ist hier hinten noch irgendwie einer? Ich geh mal eben hier. Warte, verkauf nochmal eben was. Und ich heil mich hier kurz. Hier ist übrigens noch alles voll. Aber. Nur kurz die Türen aufmachen. Das ist eine grüne. Ich will nur eben die Türen aufmachen. Ja, ist so gerne tatsächlich eine grüne. Ja, eine Crowbar. Kann man drin liegen lassen. Ja. Kein Airdrop hier. Vielleicht oben auf dem Berg. Hier ist alles leer. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Airdrop. Wie steht's eigentlich? Ah, ein Team noch und ein Einzelner. Du hast weiterhin Zapper? Okay, ja, ich hab den Zapper natürlich. Ich weiß, euch zu Hause stört das vielleicht. Aber der Airdrop ist einfach zu gut. Und es ist, ich muss das sagen, es macht viel Spaß. Also ich mag den Zapper. Also Dynamit hat man manchmal so geile Kills einfach mit. Das manchmal läuft es nicht so. Oder Dynamit in die Tasche stecken. Ist nix. Hast du eigentlich Bombsuit auch noch drin, oder? Ja, ja, ich habe auch noch den Bombsuit. Okay. Das heißt, immer, solange ich mehr HP habe als der Gegner oder knapp weniger, ist immer noch alles okay. Deswegen ja eigentlich auch Dick D, damit ich durch die Explosion instant nicht sterben kann. Da hinten ist ein Feld. Die nächsten sind Richtung Mitte. Da siehst du jetzt gleich übrigens auch den Bug, das müsste nämlich auch so sein. Du siehst hier keine Wand um den rum, ne? Ja. Aber wenn du den rufst, siehst du, wo die Wand ist. Stimmt, die ist unter der Erde. Was haben wir denn hier drin? Weil ich habe immer noch mehr als genug Bank. Ja, stimmt. Der Compound, aber hier ist auch eine Falle nicht rein. Nimm mal die Bank doch mit. Aber dann war der Rote da eben nicht alleine. Das hat, die sind irgendwie total komisch gelaufen. War das denn das? Ja, der eine ist bestimmt zu dem Airdrop gerannt. So wie, hey, guck mal hier, ich rufe jetzt den Airdrop, komm mal her. Ja, kann natürlich sein. Kommt eigentlich deiner? Kommt von West, Südwest. Ah ja, da fliegt er. Ich sehe die Rauchspur. Nicht zu früh abschießen, nee, sonst müssen wir da hoch. Ist das ein Alarmgun? Nee. Was? Nö, ich hab einen ganz normalen Bogen. War das zu Landet früh? Oben. Nee, das war nicht. Nein. Ach Gott, ist der langsam. Heilige, habe ich den unterschätzt. Ich dachte, der wäre viel schneller. Um Gottes Willen, ey. Du hast noch einen Platz? Ich kann die Spritze nehmen. So, Mensch, warte, vielleicht kommen wir da noch hoch eben.
Gehen tut's. Richtung Mitte. Könnten in der Mitte stehen. Was lebt da noch einer, ne? Ein Einzelner, ein Team. Klar, ich weiß ja auch nicht, wen ich sehe. All bad. Du hast noch keine T3, ne? Doch, doch, Bowie. Ist jetzt nicht so mega gut, aber... Einzige, wogegen ich es tauschen würde, wäre wahrscheinlich die Pipe Range. Übrigens Richtung FPS eher ein bisschen mehr. Da läuft einer über die Brücke. Hä? Dann hat er... Dann ist er nicht mit dem Man-Tracker zu erfassen. Da oben ist der. What the fuck? Der hat echt einer drin, dass man ihn mit dem Man-Tracker nicht erfassen kann? Mach das Gift an. Ja, mach das Gift an. Echt? Ja, er ist runtergesprungen. Zum Gift. Oh Gott, müssen wir hier vorbei noch. Schau noch ein bisschen auf den Man-Tracker, dass die anderen nicht kommen. Bist du im Wasser? Ja, ich bin im Wasser. Die anderen sind weit weg. Nee, er ist im Wasser. Also ich war, ja, das kann ich nicht, ich war trotzdem im Wasser. Er muss sterben, er muss hier durchkommen, wo ich bin. Da ist er. Und tschüss. Lass ihn da, er stirbt. Your friend killed. Don't jump. Ich muss noch einmal den Heilautomaten schnell. Mhm. Anderen sind genau Richtung Mitte. Ja, müssen sie ja jetzt auch. Kannst du noch kurz gucken, was oben ist, weil wir keine Zeit mehr für haben. Wäre sogar eine Pipe, na egal. Keine Zeit für. Mitte vielleicht noch irgendwelche Spritzen nutzen. Ja. Selbst wenn es ein Beat oder so ist. Mach nochmal Man-Tracker. Ja, sind immer noch über 100. Ich hab ihn an die ganze Zeit. Wir haben Explosive Runs. Jetzt zu unter 100. Komm, ich nehme die Explosive Runs, ja. Ja, mach ruhig. Wir sind schon in der Mitte, ich höre sie auf Metall. Gegenüber. Ja, Explosive Runs habe ich drin. Och, komm. Ich wollte gerade sagen, du bist schon noch da drüben, oder? Ja. Weil der sieht ein bisschen aus wie du. Oh, die kann auch schießen. Vielleicht kommen wir eben zu dir. Getroffen? Ja. Und gebackstep. Die ist tot, okay. Ich hab's in meiner Tasche, das Ding. Und jetzt ist er tot. Schöne Runde. Sogar runtergespielt. Also ja. Ja. Am Anfang war's knapp. Stimmt, du hast am Anfang deinen Dick Deep verloren, aber danach... Ich hab Deep verloren und danach bin ich ja, war auch nochmal knapp mit der Impact Grenade. Aber es war nicht so clean wie das Ende. Also für mich war's clean. Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like, hört bei Kundenran vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Tschüss.